Hey und herzlich willkommen zum Layers of Fear Let's Play. Wir spielen Layers of Fear durch. Es werden wahrscheinlich so um die 10 bis 12 Teile. Wir werden schauen, die Spielzeit ist so zwischen 4 bis 6 Stunden. Wir lesen natürlich alles, wir werden die Story verstehen. Ich spanne euch gar nicht lang auf die Folter. Falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, um auch die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Und sonst findet ihr jetzt gleich die Playlist. Ich habe sie euch kurz eingeblendet. Dann könnt ihr da aufklicken, einfach oben auf die Infobox. Und da findet ihr die ganze Playlist zu allen Dingen. Ich will euch gar nicht lange aufheben. Und dadurch starten wir jetzt gleich mal rein. Photosensitive Epilepsie. Wenn Sie unter Epilepsie oder Anfällen leiden, konsultieren Sie vor dem Gebrauch einen Arzt. Bestimmte Muster können auch ohne vorherige Erkrankung Anfälle auslösen. Hintergrundmusik. Mal sehr idyllisch. Ja, wie gesagt, ich habe das Sound schon mal ein bisschen überdreht. Ich habe gerade gemerkt, wir können sogar nochmal einen Tick runtergehen, weil wenn das schon die Hintergrundmusik neu ist. Aber wir können das ja sonst dann adjustieren. Schauen jetzt mal, was so passiert. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Okay. Wir können schon mal das Sound doch ein Tick lauter machen. Weil war gerade sehr leise. Uiuiui. Okay, sehr leise. Einstellung. Steuerung. Ein Tick mehr. Tick und Tick. Ich habe natürlich davor das Game noch gar nicht angespielt, darum war das ein bisschen schwierig zum sagen. Die Einstellungen sind. Aber wir machen es. Und schauen schon. Okay, linke Maustaste. Jetzt auf E und alle möglichen. Okay. Ein Hund wird wohl im Haus sein. Dann haben wir da nicht viel. Okay. Der schaut mal schon nicht nach einem trauten Heim aus. Sondern eher. Im Hintergrund was weggrennt. Ich weiß auch nicht, ob das cool war. Artist's Triumph, Gallery Opening, Wow Critics. The exhibition proved immense success. Strichen. Gewetzt aus. Ah. Es wäre auch einfach gegangen mit Leertaste. Man muss manchmal nur die Hinweise lesen. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf
den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollten, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von, durchgestrichen in dem Fall, ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlicheren Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten, atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid. Enthüllte für uns exklusiv, das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwartet. Okay, es ist also die Ausstellung vom Künstler. Und die Frau hat auch Kinder erwartet. Long Day Muffin. Ein Hund, wie wir am Eingang wohl schon gesehen haben. Ah, mit Schiff können wir schnell. Da schon den nächsten Text. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig und derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer, lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stimmen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, Schädlingsbekämpfung. Okay, Schädlingsbekämpfung hat mal Agro, aber es hat keine Schädlinge gegeben. Kamin legt, aber nicht benutzt. Da, hinter der Mauer. Voll Wasser. Hinterzeiger. Fangen von rechts nach links die erste Tür. Nein, ob ich es so gut finde, dass man da. Oder ist sicher was hinter der Tür. Okay. Ah, okay, man kann die Tür einfach nur nicht. So, wir haben ein Messer und wir haben nochmal einen Zettel. Farben: Goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna. Pinsel 25, Lufterfrischer, Äpfel und Schnaps. Aber das wohl für das Bild verwendet hat, werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wenn man es auf die Waage legt, kann man sich auch bücken. Oh, nochmal ein Zettel, den habe ich wohl übersehen. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, Japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Jetzt doch wieder eine halbwegs normale Beziehung. Bis zu dem Eingangsbild. Aber wer neckt, neckt gern. Gute Steuerungscheck, sorry. Gibt kein Dücken. Wir können nur. Falls die Qualität manchmal ein bisschen zu wünschen übrig lässt, lasst es mich gern wissen.
nicht, dass es irgendwie ruckelt oder anders, aber das an sich, das Spiel ist ein bisschen ruckelig gefühlt. Ganz lustig, wenn du die Türen auftun musst. Nix von Wert, den zu sehen, und wir können nachher auch keinen zweiten Topf auftun. Und dann schauen wir schon mal. Nein, die Speisekammer. Schließen kann man sie. Ah, doch. Ich kann sagen, schließen. Ja, ein bisschen leer. Der Paprika, Oregano, Paprika. Paprika zweimal im Haus, unser Jöselüt. Zweimal Zucker. Wahrscheinlich dick, oder? Also nicht, dass das verwerflich wäre, aber. Nicht sehr gesund. Okay. Soweit so gut. Oh, da oben. Nix. Aber die Küche haben wir mal durch. Beunruhigt mich, dass noch nichts passiert ist. Aber. Warum? Mit dem Punkt in der Mitte jetzt nur nie gesehen, oder? Ah, da haben wir wohl noch nie gesehen. Okay. Weiter geht's. Ja. Schauen wir noch schnell, ob da auch noch Schublade war. Ah, da kann man das. Ah! Kinderschüchen. Okay. Auf die Tür. Türen immer offen, können wir schnell abhauen. Safety first. Dann gehen wir mal da. Die Badewanne anscheinend schon gelaufen ist. Oder das Waschbecken schon gelaufen ist. Haben wir eine blutige Müllbinden gefunden. Jetzt nicht, ob das so von Vorteil ist. Oh, und Rattengift. Wie vorher den Brief wohl schon erwähnt, Rattengift. It is. So. Was haben wir denn? Achillesprothesen, einmal eine Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Oh weh. Ja, das ist doof. Dann wird's knackig. Laufer, knallst. Ich glaube, wir sollten da wahrscheinlich ein bisschen mehr nach Hinweisen suchen. Weil sonst werden sie die, glaube ich, nicht zum Spaß, die Butter. Gegenstände. Auch noch den ist. Apropos, kann man. Na, okay. Vielleicht kann man auch noch zoomen in der Spekt-Animation. Ah, okay. Spülen können wir noch. Wird allerdings nichts. Wurde ich. Wir werden es nie erfahren. Das sind also mir. Warte, wer sind wir? Oh, ja. Oh, und ein Lichtschild. Hier so. Frisch. Hässlich. Wasser wieder ab. Ah. Noch mal was in dem Spiel. Okay, dann sind wir noch im unteren Stock und nehmen. Da wohnt sicher der Harry Potter. Aber leider sind wir schon zum Verkauf. Schauen wir.
mitten im Raum hängt. Jesus Maria. Sauber. Aber Trick. Okay, da hat wohl jemand wirklich ein Rattenproblem, gell? Aber. Red Trap, ja. Okay, danke. Da hat denn irgendwas? An irgendeiner Kante vielleicht? Nein. Oh, nochmal ein Zettel. Got a red problem. Call us now. Diskret, ja. Er war aber anscheinend nicht diskret, sonst hätte er nicht zur Post gekriegt. Zündhölzle kann man nicht verwenden. Können wir da eher nichts mitnehmen. Seil wäre gut, dann kann man vielleicht fesseln, aber kann er nicht alles haben. Okay. Next. Dieter zuerst, rechts vor links. Das schaut zwar nicht nach Spaß aus. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich nicht wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schlüssel im Büro, das heißt, da wird so die Kuh. Da geht's in den Keller. Aber ich weiß nicht, ob man schon in den Keller wendet. Ja, schauen wir mal, wie wir da im Keller kommen. Zum Glück gibt's ein Licht. Ach, wer? Wer hat sowas in seinem Haus? Warum? Da könnte man coole Männerhöhle machen. Verstanden nicht. Einfach Billardtisch, 10 Tisch, Fußballtisch. Könnt ihr sogar eine Bowlingbahn hinbauen. Okay. Siehst schon. Teilweise sind da Jumpscares auch gebaut. Zettel. Der anderen Seite. Viele Zettel, der hat seine Rechnungen wohl nicht zahlt. Knicks. Das habe ich schon gewohnt, der Start wird davor. Warum er 1 Million Puppen lagert, was ohne niemand? Und jetzt sicher die Ratte gleich hier. Ringe kann man aber nicht irgendwie, oder? Ganz gut, Leertaste. Bringt man denn doch. So, was haben wir denn da? Oh, ein Zeugnis. Also war das Kind schon älter? Na. Kann man anders sehen. Lesen 3, 4, 5, 3. Das muss da. Ah, Grading. Okay. Sport, entschuldigen. Ja, das erklärt der Zucker in der Küche. Sehr musikalisch, künstlerisch, sozial, nicht sehr begabt. Wissenschaft. Anscheinend mittelbegabt, Mathematik, schwierig. Schreiben und lesen. Immerhin, man hat danach mit tanzen können. Warte, das untere. Durchschnitt, D, 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 C. Klingt jetzt nicht gerade top. Viele Fehlstunden. Erinnert mich an Mietzeugnis. War nicht lustig. Nix. Oh, nix. Einfach nur. Warum? Ohne? Ist das? Wart's. Das Luzi? Wir müssen allgemein. Ich
Bild aufs Spiel legen, weil... Ich... So ist es nämlich Standard. Bisschen heller. Bisschen besser aus. Hat gleich die nächste Witter. Das war eigentlich nicht mein Plan, dass wir jetzt Tür zu Tür. Tür zu Tür gehen. Die nächste Tür dann gleich Keller ist. Es war klar, dass es wie immer einen Keller gibt. Leider. Ein Lichtschalter nochmal, das wäre toll. Und das ist verschlossen. Passt, wir müssen wohl wieder retour. Das ist schon schnell gehen. Da kommt man aber nicht mit. Halleluja. Ah, und auf der Treppe kann man gar nicht rennen. Bin jetzt nicht so top. So. Schaut, nichts raus. Nicht gerade der Stiegenbereich frei mit so Zwischenstiege und sonst alles. Was auch sonst alles. Nicht gerade die coolste Deko. Schauen wir. Hab die ganze Nacht gearbeitet, wecke mich nicht auf. Okay. Aber wer hat die ganze... Start. Ja. Gar nicht, wer da im Bett liegt oder ob überhaupt jemand im Bett liegt. Aufgehört. Jetzt, wo der Sound gut war, ist. Shit. Menschenhohe Schränke. Nicht gerade mein Favorite. Der Moment, wo da. Wo der da an entgegenfällt. Hi, oh Gott. Ich kenne meine Horror-Szenarien. Oh, ein Stock. Irgendwelche Hinweise? Und verschreiben wieder. Entschuldigung. Entschuldige. Konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Liebe dich. Irgendwie die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht. Und dann hat er doch nicht schlafen können. Kann man nichts machen. Aggressionsprobleme hat er anscheinend auch. Oder sie. Wie. Errungenschaft Wanderer. Okay. Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen bei eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Schiefeld, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Ein Kaufhausbrand.
Schubladen vergessen. Lässig? Wenn man nur vier Hemden hat, kann man das so isortieren. Ups. Oder noch mehr Hemden so isortiert. Oder. Schade, ich hab jetzt nochmal einen Zettel. Oh Gott. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Entweder Top-Momente oder ganz beschissene Momente, Uffpip. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Gillies, einer der schärfsten Kritiker, sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Gillies war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Jeder Kritiker über Frauen meistens. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gillet einen Gesichtsausdruck, der lediglich eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Pressed for an answer. He simply said yes. Kann man wohl nicht scrollen? Okay. Coole Name. Wir gehen weiter. Danke, ihr Flaschen. Und eine Flasche erschreckt, das bin ich. Wie die gerade zurückkommt? Haben wir das? Ah, okay. I see the enemy. Ob man da einiger wendet, ganz schlechte Idee. Okay, huch. Schweinkett. Man da nicht rein müssen. Das war ein bisschen zu erwarten. Muss ich leider sagen. Das sind die Noten. Genauso habe ich es gespielt. Die hätte man dann auch rein, falls das nachher den cool sein will. YouTube. Warte mal, genau, das habe ich eh vergessen. Da kommt nachher der coole Part. Wenn es. Auch editiert ist ein bisschen. So. Haben wir nichts. Nee. So nicht. Nicht, wenn ich nicht anschaue. Nichts mehr zum Ofen, ja. Bei denen hat es schon gerumpelt. Das mag ich nicht. Warum geht das nach innen? Ah, das ist wohl das Arbeitszimmer. Wir remembern, da ist der Schlüssel für sein Künstlerzimmer. Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wie das Licht angeht. Pflanzen. Ich hoffe, das ist kein Selbstmord, der Arme. Klump. True Story. Behind the picture of Dorian Gray. Was it true all along? No. Read to find out. Clickbait. Irgendwelche anderen Sachen.
Haben wir immer 13 Schubladen. Einer, zwei. Einmal nichts und einmal nichts. Der Gott. Überall sind zerbrochene Flaschen. Entweder war der einfach Alkoholiker mit zittriger Hand. Oder er hat die auch manchmal geworfen. Das Feuer so lang brennt, ich weiß es nicht. Ah. Ja, Licht. Und mir hat einen Schlüssel. Jawolli. Schlüssel fürs Arbeitszimmer. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone, Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Okay, wir hatten also noch beauftragt, etwas zum verschriftlichen Rotkäppchen. Oh, das haben wir sogar. Boom. Und ja, das ist Rotkäppchen und der riesengroße böse Wolf. Der. Ziemlich genau Rotkäppchen umgebracht hat. Aber der guckt irgendwie aus einem Bild. Achso, das ist die Großmutter. Legt sich denn ins Bett. Warum hast du denn so große Augen? Ja, das ist jetzt nicht vielleicht so ganz Kindermärchen, also Kindermärchen 18 plus vielleicht. Oder liegen noch Holzbretter am Boden? Die Ohr machen. Sana. Oksana. Danke. Okay. Ach Gott. Schon kurz langsam gelaufen. Wir haben noch zwei Türen vor uns. Eine verschlossene. Das Kinderzimmer. Endlich niemand da ist, weil so Kinder in Horrorgames bin ich gar nicht so der Fan. Ist nämlich gruselig. Okay. Das. Oder Stoff für Albträume. Mei, ein Hundi. Aber die Hand, das beunruhigt mich. Da passiert sicher noch was, dass das irgendwie der Hund stirbt oder so. Jetzt stolpert man schon wieder über jeden Scheißdreck. Rum am Hall in Zimmerhof. Gibt's ja nicht. Da sind Klötze, da sind Klötze. Die können da rein. Genau da. Sagt ja. Oh, und schon ein Pinsel. Ja, künstlerisch begabt. Mama, Papa und ich. Hat nichts zum Lachen. Entweder ist das der. Könnte der von Predator sein. Predator. Oder vielleicht wirklich ein Geist. Oder Mama hat einfach einen eisrunden Haarausfall gehabt. Mein Beileid. Oh, ein kleiner Holzsoldat. Aber das wundert mich. Komischen Spielsachen hat Ursa aber nicht.
Schleife. Das gehört in die Wäsche, junge Dame. Unterschied, wenn man das Licht ausmacht. Haben wir schon. Ella. Und eine Babyrassel. Aber irgendwie, wenn sie da liegt, hat die... Ah nein, das schimmert nur vom Rosen. Dann kann man da drüber lösen. Kriegt die Tür nicht zu. Ja, das war früher immer meine Ausrede, darum habe ich nicht aufgeräumt. Die kriegt die Tür nicht zu. Und ein Basketball. Das passt irgendwie nicht so ganz zum restlichen Setup. Aber wir haben da Schlüssel. Und schauen wir schon alles. Also sperren wir das. Und sagen, let's go.